Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen Sitzung. Ich werde das inhaltlich gar nicht groß einleiten. Da steht ja alles, was man braucht, kindheitspädagogische Beobachtung und Dokumentation. Es geht darum, für Sie etwas zu erfahren, auf welcher Grundlage man eigentlich Pädagogik betreibt oder Pädagogik plant. Und Peter Kloß hat darüber geforscht und ist so ähnlich wie der Kollege, der beim letzten Mal da war, Dieter Höltersinken, auch irgendwo hat Dortmunder Stallgeruch. Also hat auch an der Universität Dortmund gearbeitet, ist aber heute an der Universität Hildesheim und ist wohl derjenige, der sich meines Erachtens zurzeit aus interessantester Perspektive mit diesem Thema auseinandersetzt. Und insofern wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dem etwa einstündigen Vortrag. Ja. Ja, vielen Dank, Hilmar. Was er nicht gesagt hat, ich habe mal bei ihm studiert. Ich bin sehr froh, dass ich hier bei dieser Veranstaltung bin. Und jetzt kann ich sogar in Hildesheim noch mehr erzählen, dass hier nicht nur eine Vorlesung im Schloss nicht gemacht wird, weil sie findet ja tatsächlich nicht im Schloss statt, sondern dass sie diesmal auch nicht am Waschbecken stattfindet. Wir haben nämlich sozusagen in Hildesheim den Begriff geprägt für diese Vorlesungsreihe, die ja auch im Netz zu sehen ist. Da steht ja groß Vorlesung im Schloss. Und wenn man dann da draufklickt, sieht man jemanden vom Waschbecken stehen und vortragen. Und deswegen haben wir immer gesagt, Vorlesung am Waschbecken. Aber heute, ich glaube, ich weiß nicht, ist das Waschbecken im Bild? Keine Ahnung. Okay, schön, dass Sie auch näher gekommen sind. Es geht ums Thema Beobachtung und dann kann ich Sie auch besser beobachten. Ich werde mich erstmal mit der Ausgangslage beschäftigen. Warum ist das überhaupt interessant, sich mit Beobachtung und Dokumentation, insbesondere in Kindertageseinrichtungen, zu beschäftigen? Welche Perspektiven kann man eigentlich darauf einnehmen? Dann werde ich, weil Sie ja relativ neu noch im Studium sind, auch was sagen zu der Frage, was müssen Sie eigentlich wissen über Beobachtung und Dokumentation. Ich werde so ein bisschen Grundlagenwissen präsentieren. Ich werde dann ein Plädoyer halten für eine erweiterte Perspektive. Also ich werde sagen, dass wir, wenn wir von Beobachtung und Dokumentation sprechen, unterschiedliche Perspektiven einnehmen können und es sinnvoll ist, da auch eine Perspektivenerweiterung vorzunehmen. Das werde ich nochmal plausibel machen anhand eines empirischen Beispieles, anhand eines Projektes, was wir in Hildesheim mit den Universitäten Hannover und Frankfurt bzw. Bielefeld und Siegen durchgeführt haben. Dann komme ich zu einem Fazit. Hier sehen Sie einen Beobachtungsbogen. Diesen Beobachtungsbogen hat keine Erzieherin ausgefüllt, sondern ein Kind und hat so mal nachempfunden, was eigentlich eine Erzieherin macht, wenn sie Kinder beobachtet. Warum ist eigentlich das Thema Beobachtung und Diagnostik wichtig? Es wird als ein zentrales Thema auch der Kindheitspädagogik, der Pädagogik der frühen Kindheit verhandelt. Es wird gesagt, dass Beobachtungskompetenz eine unabdingbare Voraussetzung für Professionalität ist. Darüber hinaus kann man feststellen, dass in allen Bildungsplänen, von denen haben Sie wahrscheinlich schon mal was gehört, jedes Bundesland hat ja einen Bildungsplan etabliert für den Bereich Bildung und Erziehung im Kindesalter, dass Beobachtung dort als eine Kernaufgabe von Fachkräften beschrieben wird. Jedoch kann man sagen, dass im Bereich der Frühpädagogik ein etwas eingeschränkter Blick auf das Thema Beobachtung vorhanden ist. Also, es wird zum Beispiel wenig diskutiert, in welchem Kontext eigentlich das gekommen ist oder geschehen ist, dass Beobachtung so einer großen Bedeutung beigemessen wird. Es wird hauptsächlich begründet, dass es bei Beobachtungsverfahren darum geht, sozusagen bessere pädagogische Fachkräfte herauszubilden, die dann professionalisiert mit bestimmten Methoden umgehen können. Michael Sebastian Honig, der hier mal sozusagen auch in dieser Reihe einen Vortrag gehalten hat, spricht von der Finalisierung der Pädagogik der frühen Kindheit. Das heißt, dass letztendlich über Beobachtung so etwas hergestellt wird wie wir gucken uns an, wie können wir pädagogische Prozesse in einem didaktischen Sinne verbessern.
Also es geht letztendlich zentral immer wieder um die Frage einer Verbesserung einer Kindergartenpädagogik, ohne rechts und links zum Beispiel zu gucken, welche Folgen hat das eigentlich, wenn jetzt alle Erzieherinnen im Kindergarten dort sitzen und Beobachtungsbögen ausfüllen. Ich komme schon zum zweiten Punkt, zu den Perspektiven. Ausgehend von dieser Annahme, dass man also einen erweiterten Blick auf Beobachtung werfen muss, will ich nur exemplarisch drei Perspektiven aufmachen. Eine eher kindheitssoziologische Perspektive, die von der Normierung von Kindheit spricht, eine professionstheoretische Perspektive und dagegen will ich eine eher frühpädagogische Perspektive entgegenhalten. Es gibt noch viel, viel mehr Perspektiven, die man aufmachen könnte. Also es ist ein bisschen ein Problem, es gibt in der Frühpädagogik kaum eine Theorie der Beobachtung. Ja? Es gibt in der Psychologie Theorien zur Beobachtung und zur Wahrnehmung, aber kaum in der Frühpädagogik Theorien zur Beobachtung oder zur Professionalisierung der Beobachtung und so weiter. Ich werde also mich beschränken müssen hier. Aus einer kindheitssoziologischen Perspektive kann man Beobachtung, dass es insgesamt eine Ausweitung der Verfahren in der frühen Kindheit gibt, wo quasi Kinder beobachtet werden. Dies haben zum Beispiel Helga Kelle und Sabine Bollig auch herausgearbeitet. Beispiele sind dafür zum Beispiel die U-Untersuchungen, die beim Arzt vorgenommen werden, die Diagnostik der frühen Hilfen, also zum Beispiel bei Fragen von Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung. In Jugendämtern gibt es Bögen, wo sozusagen eingeschätzt wird, die Schuleingangsdiagnostik und so weiter. Und so wird auch in Kindertageseinrichtungen zunehmend beobachtet. Helga Zeyer, eine Vertreterin dieser Kindheitssoziologie, sagt, es gibt eine wachsende Institutionalisierung der frühen Kindheit, mit der eine verstärkte zeitliche Regulierung und Normierung verbunden ist. Und sie sagt, der Schritt von dieser Normsetzung zur Normierung der Individuen ist kurz. Und ebenso kurz ist der Schritt von der Normierung zur Machtausübung. Ich will das kurz erläutern, was sie dort meint. Institutionalisierung der frühen Kindheit heißt, dass sozusagen es Norm zum Beispiel geworden ist, dass Kinder einen Kindergarten besuchen. Man kann sogar sagen, dass Kinder, wenn sie keinen Kindergarten besuchen, weil es ja mehr als 95% im Alter zwischen 3 und 6 Jahren machen, dass dort eine Normierung stattfindet und Kinder möglicherweise, wenn sie in die Schule kommen, einen Nachteil erfahren, wenn andere erfahren, dass dieses Kind keinen Kindergarten besucht hat. Es gehört zum Lebenslaufmuster eines Kindes, einen Kindergarten besucht zu haben. Das greift sozusagen in die früheste Kindheit über, also durch den Anspruch auf einen Platz in einer Krippe ab dem ersten Lebensjahr oder dem vollendeten ersten Lebensjahr. Wenn jetzt quasi Kinder zunehmend beobachtet werden in diesen Kindertageseinrichtungen und durch diese Beobachtung auch Normen gesetzt werden, zum Beispiel die Norm, dass Kinder sich selbst bilden und früh gefördert werden müssen, ist es so, dass sich die Muster der Betrachtung von Kindheit auch insgesamt ändern. Das kann man geschichtlich aufarbeiten, das hat zum Beispiel Florian Esser gemacht. Er hat von einer Laboratorisierung der Kindheit insgesamt gesprochen. Er hat sich Zeitschriften angeschaut, er hat sich Bücher angeschaut, die ersten Beobachtungsstudien, die vorgenommen worden sind an Kindern. Und das waren Psychologen, das waren Pädagogen, die angefangen haben, Kinder zu beobachten, ihre eigenen Kinder und dort Tagebücher drüber geschrieben haben, die zunehmend ihre Methoden verfeinert haben, die zunehmend diese Methoden methodisiert haben, also niedergeschrieben haben, wie das gemacht werden soll. Und er spricht deswegen von einer Laboratorisierung, weil es zunehmend Beobachtung von Kindern gibt, unter auch häufig Laborbedingungen.
Gleichzeitig spricht Helga Zeyer davon, dass sich dann dadurch auch Muster der Kindheit verändern, wie zum Beispiel, sie spricht von einer Chronologisierung der Zeitmuster. Wenn Kinder zum Beispiel zunehmend früher eingeschult werden und früher gefördert werden sollen, verändert das die Muster des Aufwachsens von Kindern und wären andere Normen gesetzt. Aus einer professionstheoretischen Perspektive könnte man wieder anders fragen. Professionen, so wird festgestellt, begegnen Handlungsanforderungen des Umgangs mit Ungewissheit und Komplexität mit generalisierten Handlungsverfahren, so stellt Fritz Schütze fest. Wenn Sie zum Arzt gehen und Sie haben eine Erkältung und sagen, oder Sie haben einen Husten, macht er sowas erstmal wie eine Anamnese, er untersucht Sie und stellt dann fest, er macht eine Diagnose aufgrund der Informationen, die er dann hat. Sie haben einen Husten und er überlegt die Intervention, Sie brauchen Hustensaft. Und wenn Sie nach einer Woche vielleicht wiederkommen und sagen, der Hustensaft hat nicht geholfen, dann überlegt er nochmal, was er für neue Schritte machen kann und evaluiert seine bisherigen Maßnahmen. Das ist aber kein banaler Prozess, beim Hustensaft vielleicht schon, aber Professionen haben es mit Bedingungen von Ungewissheit zu tun. Und deswegen müssen Sie den Prozess dieser Anamnese, Diagnose, Intervention und Evaluation über bestimmte Methoden steuern. Also der Arzt hat sowas wie ein Stethoskop und hört Sie ab. Was hat man nun aber im Kindergarten? Im Kindergarten hat man vielleicht Beobachtungsverfahren. Ich will Ihnen das nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Sie sehen hier das Bild von Kindern, die im Wasser spielen. Eine ganz klare, einfache Situation. Aber die sozusagen, wenn Sie als Pädagogin oder Pädagoge dieser Situation begegnen, sind Sie mit einer komplexen Situation konfrontiert und mit Bedingungen, die sehr ungewiss sind. Sie müssen nämlich zum Beispiel eine widersprüchliche Einheit von standardisiertem Wissen und nicht standardisiertem fallspezifischen Wissen zusammenbringen. Also Sie kennen möglicherweise die Kinder, das meint fallspezifisches Wissen. Sie wissen aber auch, was man sozusagen generalisiert, wissen Sie das, was man Kindern zumuten kann in dem Alter. Also dass die nicht wie ein zweijähriges Kind ganz schnell in diesem Wasserbett umfällt, ja, und sich so schnell verletzt. Die sind möglicherweise alt genug, dass sie nicht umfallen, das wissen Sie. Sie müssen das aber aufeinander beziehen, müssen auch vielleicht die Situation noch mit berücksichtigen, dass diese Kinder sozusagen da sehr vertieft sind und etwas bauen und sehr sorgsam dabei sind und aufpassen, dass man ihnen das zutrauen kann. Sie können aber auch die Frage stellen, was passiert eigentlich in dieser Situation? Was ist eigentlich daran Bildung? Und Sie müssen die Frage stellen, wie kann ich diese Kinder unterstützen? Unterstütze ich sie dadurch, indem ich einfach nichts mache und die Kinder nur beobachte und mich bereithalte? Oder greife ich vielleicht ein und störe vielleicht das, was die Kinder machen? Sie wissen auch vorher nicht, was passiert, wenn Sie die Kinder bei diesem Spiel stören, wenn Sie sie unterstützen. Vielleicht haben Sie eine Idee, die die Kinder überhaupt nicht weiterbringt, sondern eher behindert. Sie haben also schon in solchen kleinen Situationen ungewisse Situationen. Sie gehen also mit Komplexität und Ungewissheit um. Methoden sollen diese Ungewissheit quasi ein bisschen handhabbarer machen. Aus einer frühpädagogischen Perspektive geht es hauptsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, um Professionalisierung. Es geht darum, professionelle Methoden zu etablieren. Es wird viel davon gesprochen, dass ein veränderter Blick auf Kinder auch im Zusammenhang mit bestimmten Verfahren etabliert wird. Es wird zum Beispiel nicht von Beobachtung, sondern von Beobachtung gesprochen. Also dass durch die Beobachtung der kindlichen Tätigkeiten so etwas entsteht, wie eine besondere Achtung seiner Bildung, seiner Interessen, seiner Themen und so weiter. Eine besondere Zuwendung zum Kind. Es wird auch davon gesprochen, dass durch diese Methoden eine bessere und systematischere und methodisch abgesichertere Förderung der Kinder geschehen kann. Und es findet so etwas wie eine Fokussierung statt. Es geht sozusagen um die Bildung von Kindern bei diesen Beobachtungsmethoden häufig und um die Stärkung von Kindertageseinrichtungen
als Bildungseinrichtung. Es gibt etwas ältere Bücher zu Beobachtungsverfahren, zum Beispiel von Streetz und anderen, die sich auch mit Beobachtung vor dem PISA-Schock beschäftigt haben. Und da war das Thema Beobachtung zum Beispiel, welche Gruppenprozesse geschehen eigentlich, wie ist eigentlich der Raum eingerichtet und so weiter. Die jetzigen Verfahren nehmen sehr stark Kompetenzen und Bildungsprozesse von Kindern in den Blick. Man kann also sagen, dass mit diesen Methoden auch versucht wird, mit den Methoden der Beobachtung, das Feld der Frühpädagogik neu zu konturieren und weiterzuentwickeln. Es geht um die Fokussierung auf Förderung oder auf die Fokussierung auf die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte, ihre Beobachtungskompetenzen und Förderkompetenzen stärken. Es geht darum, zu fokussieren auf das lernende Kind und nicht auf das Kind, was zum Beispiel bestimmte Defizite hat. Es geht Fokussierung nicht auf sozusagen bestimmte Gruppenprozesse oder auf unbedingt soziales Lernen. Es geht auch um die Neuformatierung eines Verhältnisses von öffentlicher und privater Erziehung. Denn durch die Beobachtungsverfahren soll es eine Beteiligung, eine Zusammenarbeit, eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern geben. Erzieherinnen und also pädagogische Fachkräfte und Eltern sollen gemeinsam die Beobachtungsdokumente auswerten und als Anlass nehmen, um über die Bildungsprozesse der Kinder zu sprechen und sie dann gemeinsam auch zu unterstützen. Also diese klare Trennung von Eltern und Erziehung in öffentlicher Hand, in Kindertageseinrichtungen, soll mit diesen Verfahren auch ausgehebelt oder verändert werden, diese Beziehung. Ob das gelingt oder ob das nur eine bestimmte Rhetorik ist oder ein guter pädagogischer Wille, dieses so umzusetzen, werden wir gleich auch nochmal sehen. Mein Fazit ist, dass wenn wir uns mit Beobachtungen beschäftigen, wir sollten nicht nur schauen sollen aus Perspektive einer Frühpädagogik als Disziplin, als Wissenschaft, wie wir jetzt die Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften verbessern, sondern wir haben die Aufgabe, als kindheitspädagogische Disziplin zu beobachten, wie eigentlich beobachtet wird und welche Folgen diese Beobachtung eigentlich haben. Also wie verändern sich auch durch Beobachtung die Muster des Aufwachsens von Kindern? Welche Normen werden durch Beobachtung eigentlich gesetzt? Wie werden eigentlich tatsächlich die Kinder oder was passiert eigentlich mit den Kindern, wenn sie beobachtet werden? Was macht das mit ihnen und welche Professionalisierungserwartungen werden daran geknüpft? Nur ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie werden ständig beobachtet als Kind. Letztens versetzen Sie sich in die Lage der Kinder. Dann, und Sie haben Erwachsene, die Beobachtungsbögen haben. Stellen Sie sich das vor. Dann würden Sie als Kind so reagieren, dass Sie überlegen, was will diese Person eigentlich, dass ich tue, damit es sozusagen eine gute Beobachtung für diese Person wird. Kinder versuchen quasi das zu interpretieren, was die Erwachsenen von ihnen wollen. Und sie werden auch ihr Handeln in gewisser Weise daran ausrichten. Und bei unseren Beobachtungen haben wir immer wieder festgestellt in Kindertageseinrichtungen, dass Kinder genau darauf auch reagieren. Das kann man als einen positiven Prozess auffassen, dass nämlich Kinder dabei unterstützt werden in ihren Bildungswegen. Man kann es aber auch kritisch betrachten, indem man überlegt, inwieweit sozusagen die Ansinnen der Erwachsenen ständig an die Kinder herangetragen werden. Zum Beispiel, wenn ein Kind auf einem Baum sitzt und die Erzieherin darunter steht und sagt, ich möchte dieses Kind beobachten, dieses Kind aber nichts tut. Also natürlich tut er viel, der beobachtet nämlich auch. Aber er tut nicht das, was die Erzieherin von ihm erwartet, nämlich aktiv sein, irgendwie spielen, also Bildung zeigen. Und er kommt da einfach nicht runter. Was meinen Sie, was macht
die Erzieherin. In dieser einen Situation hat sie versucht, andere Kinder dazu zu bringen, dass dieses Kind vom Baum runterkommt, damit sie endlich dieses Kind beobachten kann bei irgendeinem Spiel. Und in dieser Situation war dieses Kind sehr widerspenstig. In vielen anderen Situationen ist es so, dass Kinder dass die Interessen der Erwachsenen da aufnehmen und versuchen zu interpretieren und darauf reagieren. Jetzt habe ich viel Grundsätzliches gesagt über Beobachtung und Dokumentation und ich will Ihnen noch ein bisschen Wissen darüber vermitteln, was eigentlich Beobachtung und Dokumentation in Kindertageseinrichtungen ausmacht. Man kann die Verfahren, die es dort gibt, nach mehreren Kriterien unterscheiden. Die hauptsächliche Unterscheidung, die gemacht wird, ist, dass es sowas wie prozessorientierte Beobachtung gibt. Und dass es sowas wie Screenings- und Testverfahren gibt. Was genau prozessorientierte Verfahren sind, werde ich gleich nochmal genauer erläutern. Es gibt aber auch sozusagen Verfahren, wo prozessorientierte Verfahren und eher standardisierte Testverfahren miteinander kombiniert werden. Es gibt Beobachtungsverfahren, die auf Basis von wissenschaftlichen Gütekriterien entwickelt worden sind, also die auch durchgetestet sind, ob sie auch tatsächlich das messen, was sie messen sollen. Und es gibt Verfahren, die eher sozusagen aus der Praxis entwickelt worden sind. Zum Beispiel kursieren in Kindertageseinrichtungen ganz viele Beobachtungsbögen, auch zum Beispiel im Übergang zur Grundschule. Dann steht da drauf, das Kind kann die Schuhe Schnürsenkel zubinden. Ja, und das Kind kann sich selbstständig anziehen und das Kind hat einen differenzierten Wortschatz und das kann man dann mit Ja oder Nein ankreuzen. Ob diese Beobachtungskategorien irgendwas damit zu tun haben, ob das Kind später in der Schule erfolgreich ist, wird dann irgendwie von den Fachkräften, die diese Bögen gemacht haben, irgendwie angenommen. Aber ob das wissenschaftlichen Gütekriterien genügt, wurde überhaupt nicht getestet. Also ob diese Kategorien tatsächlich eine Prognosekraft haben. Dann gibt es Beobachtungsverfahren, die gucken eher so allgemein auf Kinder, wie zum Beispiel bei Schuleingangsdiagnostik. Die untersuchen verschiedene Bereiche in der Sprachentwicklung, in der motorischen Entwicklung, soziale Kompetenzen, emotionale Entwicklung und so weiter. Und es gibt welche, die gucken sich vertieft, quasi gehen nicht in die Breite, sondern vertieft, schauen sie sich einzelne Entwicklungsbereiche, Kompetenzbereiche an, wie zum Beispiel Verfahren, die einfach nur Sprachentwicklung anschauen. Danach kann man Beobachtungsverfahren unterscheiden. Ich habe eben die Unterscheidung gemacht zwischen Testverfahren und prozessorientierten. Ich will Ihnen jetzt erstmal prozessorientierte Beobachtungsverfahren vorstellen. Ich habe mehrere aufgelistet. Das sind quasi die zentralen, die es gibt. Es gibt noch ein paar wenige mehr. Zum Beispiel das Konzept Themen der Kinder von Leven und Andres entwickelt, interessiert sich hauptsächlich für die Frage, welche Bildungsthemen haben eigentlich die Kinder? Welchen Interessen gehen sie nach? Wie kann man ihre Stärken erkennen? Die Bildungs- und Lerngeschichten, die ich nachher noch mal ein bisschen genauer erläutern werde, sind entwickelt worden von Margit Kahr und ihrem Team in Neuseeland, wurden in Deutschland vom Deutschen Jugendinstitut adaptiert als Bildungs- und Lerngeschichten. Sie heißen im Original Learning Stories. Und hier geht es so darum, Kinder entlang von bestimmten Lerndispositionen zu beobachten und die Ergebnisse der Beobachtung in Geschichten rückzuspiegeln. Also es werden Kindern dann Geschichten vorgelesen, die auf Basis der Beobachtungen geschrieben werden. Beim Schemata-Ansatz ist ein Ansatz, der in den Familienzentren sehr stark vertreten ist, insbesondere in Berlin entwickelt, ausgehend auch von den Early Excellence Center in England. Dort werden bestimmte Handlungsschemata in den Blick genommen von Kindern und auch bestimmte Bildungsthemen entdeckt und daraus werden förderliche Angebote geschaffen. Handlungsschemata klingt jetzt ein bisschen vielleicht irritierend für Sie. Es ist auch erstmal etwas sehr Ungewöhnliches, wenn Sie sich mit diesem Verfahren beschäftigen. Es geht zum Beispiel darum, dass Kinder
ein Handlungsschema in Richtung oben haben. Also dass Kinder, die kennen sie vielleicht auch, die gerne irgendwo hochklettern. Ja? Oder es gibt welche, die verstecken sich gerne. Oder welche, die vollziehen dauernd Linien, die laufen ständig hin und her. Ja? Und dieses Handlungsschema gilt es zu entdecken. Das geht zurück auf Piaget. Und die Differenzierung der Handlungsschema auch herauszuarbeiten und aufgrund dessen dann förderliche Situationen zu schaffen. Zum Beispiel ein Kind, was sich gerne versteckt, ist auch in einem Film, den es dazu gibt, wird die Möglichkeit gegeben, draußen auf dem Hof dann so etwas wie eine Höhle aus Stoff und so weiter zu bauen. Dann gibt es das Verfahren der wahrnehmenden Beobachtung von Gerd Schäfer, das sich eher an Ethnographie anlehnt und wo es darum geht, Kinder offen wahrzunehmen. Eigentlich müsste man sich da mit diesen einzelnen Verfahren genauer auch beschäftigen. Ich will Ihnen nur einen kurzen Einblick geben. Diese Verfahren dann auch genauer kennenzulernen, dauert dann auch ein bisschen länger. Was sind Ziele dieser Verfahren? Es geht hauptsächlich darum, nicht ein Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt bezogen auf eine bestimmte Kompetenz zu testen, sondern es geht darum, Bildungsprozesse und Lernprozesse von Kindern zu verstehen. Es geht um eine Fokussierung auf deren Interessen, auf deren Kompetenzen, auf den Deutungen, auf deren Problemlösungs- und Lernstrategien, also zu untersuchen, wie finden Kinder eigentlich bestimmte Lösungen für bestimmte Probleme. Es geht auch um eine Beachtung des situativen Kontexts, in dem Lernen geschieht. Also situative Kontext kann dann wirklich auch was ganz Einfaches sein, wie zum Beispiel der Sandkasten oder die Lego-Ecke und so weiter. Es geht um die Berücksichtigung der Individualität von Bildungs- und Lernprozessen, nicht also die Beobachtung entlang bestimmter Normen, die vorher festgelegt werden. Und es geht dann darum, in ko-konstruktiven Prozessen in einen Dialog zu kommen auf Basis der Beobachtung. Ja? Also so ungefähr, wenn ich jetzt Sie beobachte, wenn ich hier häufiger mit Ihnen Vorlesungen machen würde und ich würde eine Gruppe beobachten hier, die sich ständig langweilt bei der Vorlesung und ich würde auf Sie zukommen und dann sagen, warum langweilen Sie sich eigentlich, was kann ich machen, damit die Vorlesung Sie mehr interessiert. Also man würde immer sozusagen ausgehend von den Individuen, wie sie sich bestimmten Themen annehmen, wie sie bestimmte Interessen verfolgen. Und dann wird sozusagen ein spiralförmiger Beobachtungskreislauf in Gang gebracht. Es geht also darum zu beobachten, so ähnlich wie das Schema, was ich eben vorgestellt habe, Anamnese, Diagnose, Evaluation, Anamnese, Diagnose, Intervention und Evaluation. Hier ist es dann beobachten, dokumentieren, diskutieren, entscheiden und handeln. So drückt es auch K. zum Beispiel für die Bildungs- und Lerngeschichten aus. Die Grenzen dieser Verfahren sind, dass man letztendlich keine an Standards gemessenen Informationen über den Entwicklungsstand der Kinder bekommt. Sie müssen sich vorstellen, nach den Bildungs- und Lerngeschichten wird dann ein Kind vielleicht 2, 3, vielleicht höchstens 4-mal im Jahr beobachtet, also häufiger beobachtet, aber es werden dann nur 2, 3, 4 Bildungs- und Lerngeschichten geschrieben und dem Kind vorgelesen. Man kriegt also nur einen stark fokussierten Blick auf das Kind zustande und keinen ganz umfänglichen Blick. Also man kann auch Kinder nicht vergleichen, ob das eine Kind weiter ist oder nicht. Man kriegt nur Anregungen, über die Kinder nachzudenken. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese Verfahren sehr aufwendig sind. Die Kinder müssen beobachtet werden, es müssen Beobachtungsbögen ausgefüllt werden, es muss im Team darüber gesprochen werden, es müssen die Bildungs- und Lerngeschichten entwickelt werden und geschrieben werden. Diese müssen dem Kind vorgelesen werden. Dann werden sie vielleicht auch noch mit den Eltern gemeinsam besprochen. Das sind sehr aufwendige Verfahren, wo man auch ausreichend Kompetenzen haben muss, diese anzuwenden und auch genügend zeitliche Rahmenbedingungen, um das durchführen zu können. Letztendlich kann man auch sagen, dass diese Verfahren relativ geringe Anschlüsse haben an das, was in anderen pädagogischen Feldern diskutiert wird über Beobachtung und Dokumentation. Und
Häufig kann man sagen, dass eigentlich mit diesem Verfahren vorausgesetzt wird, dass wenn ich ein Kind beobachte, ich nur noch entdecken muss, wo seine Interessen sind. Und dann habe ich quasi Bildungsprozesse schon gesehen und kann sie sozusagen aufschreiben. Aber wenn Sie sich erinnern an das Bild eben in dem Bach, kann man so schnell sagen, was da ein Bildungsprozess ist? Kann man das einfach so einfach beschreiben? Das ist eine große Frage. Und es ist die Frage, ob dadurch nicht so etwas wie eine Naturalisierung von kindlichem Lernen stattfindet. Beispiele für Test- oder standardisierte Verfahren sind, ich habe nur einige hier aufgelistet. Es gibt zum Beispiel eine Homepage, die heißt Testzentrale. Da finden Sie, ich weiß gar nicht, 150, 200 verschiedene Testverfahren. Nicht alle sind geeignet für Kindertageseinrichtungen oder sogar vielleicht die wenigsten, aber es gibt ganz viele Tests. Und ich habe Ihnen sehr unterschiedliche Verfahren mal aufgelistet. Beispiele nur, wie zum Beispiel das Entwicklungsposter von Kuno Beller, was sozusagen eine Entwicklungstabelle darstellt, wo bestimmte Entwicklungsschritte im Lebenslauf des Kindes dargestellt werden und wo Sie quasi überprüfen können, wie weit ist eigentlich das Kind, ohne dass Sie sozusagen jetzt standardisierte Messergebnisse erzielen können. Oder Sie haben das Verfahren ET6-6, das ist wieder so ein Verfahren, was eher in die Breite geht, wo Kinder zwischen 6 Monaten bis 6 Jahren beobachtet werden können von Petermann und Macher, wo dann sozusagen sprachliche Entwicklung mit im Blick ist, motorische Entwicklung und so weiter. Oder ein anderes Verfahren wie das OTZ aus Osnabrück, der Osnabrücker Test zur Zahlenbegriffsentwicklung. Da geht es tatsächlich nur um diese Zahlenbegriffsentwicklung. Oder ein anderes Verfahren, was sich fokussiert auf Migrantenkinder und deren Sprachverhalten und Interesse an Sprache, was von Ulich und Meyer ist und wo sozusagen auch nicht Kinder in standardisierten Situationen beobachtet werden. Also die müssen nicht bestimmte, bei vielen Testverfahren ist es so, die müssen bestimmte Aufgaben lösen, kriegen dafür einen Ball oder müssen anhand von bestimmten Karten bestimmte Lösungen finden. Hier ist es eher so, dass die Erzieherinnen die Kinder beobachten sollen und dann Selbsteinschätzungen vornehmen müssen. Die Ziele von diesen Verfahren sind die Feststellung des aktuellen Entwicklungsstandes eines Kindes in einzelnen Bereichen, also Sprache, Motorik und so weiter, und dann auch in bestimmten Bereichen Kompensation betreiben zu können. Also entdecke ich aufgrund dieser Verfahren, dass ein Kind in einem bestimmten Bereich weniger weit entwickelt ist als ein anderes Kind, kann ich mir Maßnahmen überlegen, wie ich dieses Kind unterstützen kann. Es geht auch darum, Entwicklungsrisiken präventiv bearbeiten zu können, also Antworten auf Fragen zu finden, wer soll wie und wann in welchen Bereichen gefördert werden. Ja? Also welches Kind braucht eine besondere Förderung, zum Beispiel in der sprachlichen Entwicklung, in welchem Bereich genau der Sprache und an welchen Punkten soll ich ihn da fördern und so weiter. Die Grenzen der Verfahren sind, dass diese Verfahren sehr aufwendig auch sind und meistens nur zu bestimmten Zeitpunkten gemessen wird. Ja? Wenn man aber sozusagen tatsächlich Entwicklung festhalten will, muss man Kinder ständig mit diesen Verfahren eigentlich beobachten, um dann sozusagen genau den Entwicklungsverlauf der Kinder in den Blick zu bekommen. Aber meistens wird dann, sagen wir mal, wie bei der Schuleingangsdiagnostik, eben zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Beobachtung gemacht und daraus Schlüsse gezogen. Es gibt auch eine starke Eingrenzung, weil diese Verfahren sehr aufwendig sind, werden meistens nur Screenings gemacht. Das heißt, die haben gar keine so hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie genau wirklich das messen, was sie messen sollen. Es sind viele Fehlerquoten zu finden. Das heißt, wenn Sie dann genauer irgendwo bei einem Kind nachschauen wollen, weil es irgendwelche Entwicklungsdefizite hat, müssen Sie dann noch weitere Beobachtungsverfahren oder Testverfahren anwenden. Es wird auch häufig gesagt, dass sie defizitorientiert sind, weil sie ja hauptsächlich dafür da sind, auch Risiken zu identifizieren und Rückstände in der Entwicklung zu identifizieren. Aber man kann natürlich auch sagen, dass sie auch dafür genutzt werden können, auch bestimmte Begabungen zu entdecken, ja, und auch bestimmte Stärken zu identifizieren bei den Kindern.
Häufig sind die Kontextvariablen wenig kontrollierbar. Stellen Sie sich vor, bei einer Schuldiagnostik wird ein Kind beobachtet oder nur einmal im Jahr und das hat gerade einen schlechten Tag. Oder diejenige, die den Test durchführt, hat schon 10 andere Kinder vorher getestet. Oder kommt es aus einer gerade schwierigen Situation, aus einem Streit mit einem anderen Kind. Und das kann natürlich die ganzen Ergebnisse auch wieder verändern. Und diese Verfahren müssen immer oder in der Regel von einem Normalbild von Entwicklung ausgehen. Also sie stellen fest, wo ist eigentlich die normale Entwicklung. Tatsächlich ist es aber so, dass Entwicklung sehr unterschiedlich passieren kann und diese Normalbilder nur immer ungefähre Aussagen über die Entwicklung von Kindern darstellen. Und um diese Verfahren durchführen zu können, muss man geschult sein, muss diese Verfahren genau kennen, muss die Grenzen der Verfahren wissen. Und auch das ist natürlich mit einem hohen Aufwand versehen. Wir haben deswegen ungelöste Fragen der Diagnostik. Es gibt sozusagen das Fehlen eines einheitlichen theoretischen Fundaments. Wir müssen immer wieder auch fragen, wie reliabel, wie valide und wie objektiv messen diese Verfahren. Und wenn wir sie in Kindertageseinrichtungen anwenden, dann ist die Frage, ob es überhaupt möglich ist, sie dann auch an die zeitlichen Rahmenbedingungen, die da vorliegen, anzupassen. Welche methodischen Abstriche sind denn überhaupt erlaubt? In der Regel müssen diese Verfahren so angewendet werden, wie es die Manuals dieser Verfahren dann auch vorschreiben. Man kann auch fragen, wenn ich jetzt sozusagen einem bestimmten Zeitpunkt Sprache getestet habe, ob das sozusagen hinreichende Aussagen für das Kind erlaubt. Wenn es nämlich zum Beispiel gerade so ist, dass das Kind, ich mache das mal am Beispiel der Kinderzeichnung, da ist das so, dass Kinder häufig zum Beispiel gerade das Schema entwickeln, wie male ich einen Menschen? Ja, mit Fingern, Wimpern und so weiter. Dann entdecken sie zum Beispiel, dass es ganz interessant ist, Autos zu malen. Und plötzlich fangen sie an, sich auf diese Autos zu konzentrieren und malen dann quasi die Hand ohne Finger. Malen quasi neben das Auto wieder Strichmännchen. Nehme ich dieses Bild, könnte ich jetzt sagen, das Kind hat eigentlich das Schema des menschlichen Körpers nicht differenziert entwickelt und ist noch nicht so weit, wie andere Kinder das machen. Und kann aber eigentlich gar nicht sehen, dass dieses Kind gerade beim Thema Auto einen unglaublichen Entwicklungsschub durchlebt hat. Also, kann ich da eigentlich die Komplexität von Entwicklung durch diese Verfahren eigentlich hinreichend auch erfassen? Und kann ich solche Ebenen erfassen, was ich hier geschrieben habe, Human Beings und Human Becomings? Ganz unten steht es. Also, Human Beings meint auch das Wohlfühlen der Kinder, dass die Geborgenheit der Kinder und so weiter. Nehme ich die durch diese Verfahren auch hinreichend in den Blick. Ich will kurz für eine erweiterte Perspektive plädieren. Im Gegensatz zu einer psychologischen Diagnostik ist insbesondere im Handlungsfeld der frühen Kindheit kaum ausgearbeitet, was eine pädagogische Diagnostik eigentlich sein sollte. Das habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt kaum eine Theorie der Diagnostik und der Beobachtung. Häufig gibt es so Kämpfe, zum Beispiel darum, was jetzt eigentlich eine bessere Methode ist. Also testen wir die Kinder oder führen wir prozessorientierte Verfahren wie die Bildungs- und Lerngeschichten aus? Meiner Ansicht nach gibt es keine gute Diagnostik oder keine auf jeden Fall grundsätzlich bessere Diagnostik, sondern man muss die Grenzen und Chancen der einzelnen Verfahren genau abwägen. Wenn wir uns eine sozialpädagogische Diagnostik zum Beispiel anschauen, wie sie im Feld der Sozialpädagogik diskutiert wird, geht es sehr stark darum, fremden Sinn zu verstehen und Handlungsansätze entwickeln zu können. Es geht darum, schrittweise, methodisch geleitet, das Verstehen zu lernen. Und zwar, indem sie sich an qualitativen Methoden
der Forschung annähern. Zum Beispiel gibt es Verfahren, wie die an biografischen Interviews anknüpfen und überlegen, wie kann man in Beratungsgesprächen zum Beispiel biografische Gespräche führen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Verfahren, die sich anlehnen an Beobachtung und Ethnographie in der Kinder- und Jugendarbeit. Also Verfahren, die auf bestimmten qualitativen Methoden aufbauen und die dann versuchen, Bildung und Erziehung auch in der Gesamtheit der Lebensgeschichte zu verstehen, im Kontext der Lebenswelt des Kindes und nicht sozusagen als ein isoliertes Geschehen im Kindergarten. Es geht darum, auch zum Beispiel zu verstehen, warum ein Kind in dieser bestimmten Situation etwas ganz Bestimmtes macht. Warum spricht dieses Kind in dieser Situation nicht? Warum will es nicht sozusagen weitersprechen? Welche Funktion hat das sozusagen im Gesamtzusammenhang des Lebens? Diagnostik also in einem missverstandenen Sinne blendet aus, mit welchem Fokus ich auf das Kind gucke, welche Ausblendungen ich vornehme, welche Grenzen damit verbunden sind, welche Normierungen damit verbunden sind und welche Bedingungen mit der Produktion der Beobachtungsergebnisse überhaupt gegeben sind. Es blendet auch die Nebenfolgen aus der Beobachtung. Eine frühpädagogische Diagnostik müsste deswegen als pädagogische Methode betrachtet, methodisch abgesichert Prozesse und Situationen von Bildung und Erziehung mehr perspektivisch in den Blick nehmen in Zusammenhang von Beziehungen, weil Bildung auch immer in Beziehungen steht und in Institutionen unter bestimmten historischen Bedingungen, unter rechtlichen Rahmenbedingungen. Als professionelle Methode erarbeitet sie unter Berücksichtigung verschiedener Verfahren der Abschätzung der Grenzen, Bedingungen, Folgen ihrer Erkenntnisse, Perspektiven auf die professionelle Begleitung. Deswegen, um dieses leisten zu können, braucht es meiner Meinung nach nicht nur sozusagen eine Verbesserung der Methoden, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Beobachtung dieser Methoden. Und eine Frage, wie werden die überhaupt angewendet und was passiert, wenn man eigentlich Diagnostik, Beobachtung und so weiter betreibt, welche Folgen hat das? Und deswegen komme ich jetzt zu meinem empirischen Beispiel, zu einem Projekt, das heißt prozessorientierte Verfahren der Bildungsdokumentation in inklusiven Settings. Dort haben wir mit verschiedenen Universitäten, wie sie hier aufgelistet worden sind, gefördert vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung, vom Europäischen Sozialfonds und der Europäischen Union in einem zweijährigen oder 2,3-jährigen Projekt und also Verfahren der Bildungsdokumentation angeschaut. Wenn ich jetzt hier Ergebnisse darstelle, beziehen sie sich hauptsächlich auf Texte, die von Vanessa Opiatel, Annette Richter und Jenny Felten in Hildesheim auch entwickelt worden sind. Sie sehen, es war eine große Gruppe an Leuten, die zu diesem Thema geforscht hat. Was haben wir eigentlich gefragt? Oder was war das Ziel des Projektes? Wir haben eine vergleichende Analyse der Potenziale von zwei prozessorientierten Verfahren. Also nicht diese Testverfahren, wie ich sie vorhin beschrieben habe, sondern zwei prozessorientierte Verfahren in den Blick genommen. Also hier ging es um die Bildungs- und Lerngeschichten und um ein bestimmtes Verfahren, was ich jetzt nicht genauer erläutern werde, was die was IEP oder individuelle Entwicklungspläne genannt wird. Es geht darum, ob diese Verfahren es ermöglichen, eine nicht stigmatisierende oder etikettierende und eine stärkenorientierte pädagogische Begleitung von Kindern zu ermöglichen und in diesem Zusammenhang Elternhaus und Grundschule und Kindergarten im Übergang zur Grundschule zu vernetzen. Die Bildungs- und Lerngeschichten habe ich eben eigentlich schon erläutert. Hier nochmal ein paar Anmerkungen. Es geht sozusagen bei diesen Bildungs- und Lerngeschichten um die Unterstützung
individueller Lernprozesse durch Beobachtung und Dokumentation, in dem eben Kinder beobachtet werden, das aufgeschrieben wird und aus drei Beobachtungen zum Beispiel dann eine Bildungs- und Lerngeschichte geschrieben wird, die dann in Form eines Briefes an die Kinder adressiert wird. Und ich habe vorhin die Lerndispositionen genannt. Bei den Bildungs- und Lerngeschichten sind die Lerndispositionen die Grundlagen für Lernen, Interesse zeigen, Engagement, standhalten können trotz Schwierigkeiten, sich ausdrücken können und an einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen. Und diese Lerndispositionen werden als Raster quasi auch auf die Beobachtungen angelegt. Wie sind wir vorgegangen? Wir hatten eine zweistufige Sample-Bildung. Wir haben erst nach bestimmten Kriterien Kindertageseinrichtungen ausgesucht, haben dann Leute gefragt, kennt ihr Kindertageseinrichtungen, die hier nach bestimmten Verfahren arbeiten, die auch dann mit der Grundschule zusammenarbeiten und so weiter. Und als wir dann diese Kindertageseinrichtungen gefunden haben, haben wir in einem, in drei Bundesländern letztendlich auch ein Testverfahren bei den Kindern angewendet. Wir haben nämlich bestimmte Kinder ausgewählt. Es geht ja hier um inklusive Settings. Also wir haben Kinder ausgewählt, die in bestimmten Entwicklungsbereichen als gefährdet auf Basis unserer Beobachtungen eingestuft werden konnten und auch von den Erzieherinnen selber als Kinder beschrieben wurden, die in bestimmten Entwicklungsdimensionen gefährdet sind. Das haben wir nur gemacht, um diese Kinder, also um die Frage beantworten zu können, ob Kinder, die in diesen Bereichen gefährdet sind, also tatsächlich ressourcenorientiert auch durch die Verfahren begleitet werden. Wir haben dann letztendlich 18 Kinder in sechs verschiedenen Einrichtungen ausgewählt. Wir haben uns angeschaut, was für Dokumente werden da eigentlich hergestellt. Also zum Beispiel, welche Bildungs- und Lerngeschichten werden über die Kinder geschrieben? Wie wird dann mit Eltern oder in Teamgesprächen über diese Dokumente gesprochen? Und wie schätzen eigentlich die Lehrkräfte an den Grundschulen und die Erzieherinnen oder Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen die Produktivität dieser Verfahren ein? Ich komme zu einem Fall der Rekonstruktion der Bildungsdokumentation von Matthias. Matthias wird von der Erzieherin als entwicklungsgefährdet eingeschätzt, insbesondere in Bereichen sozialer Interaktion, dem Kontaktaufbau zu Kindern und so weiter. Und im Bereich der Feinmotorik. Tatsächlich ist es bei Matthias so, dass Entwicklungsgefährdungen immer wieder auch in den Gesprächen zwischen den Erzieherinnen, im Teamgespräch, aber auch in den Elterngesprächen und so weiter immer wieder thematisiert werden und auf gleiche Art und Weise. Sie werden aufgerufen, verschärft und durch Festlegung einer positiven Entwicklung dann meistens wieder sofort entschärft. Letztendlich werden Fördermaßnahmen dann verteilt und gering gehalten. Ich gebe ein Beispiel, wie zum Beispiel dann diese Entwicklung verschärft oder die Entwicklungsgefährdung verschärft und entschärft wird. So sagt zum Beispiel eine Erzieherin, also in einem Teamgespräch, da hat er ganz große Probleme, selbst den Stift richtig zu halten, was ja jetzt vorwärts geht. Also jetzt wird es besser. Es lag ein Stift dabei und er hat seinen Namen mit eingetragen und vor einem Vierteljahr war noch gar nicht daran zu denken. Stück für Stück mit den Mitteln der Detaillierung, der Aufführung und der Kontrastierung wird über die Darstellung eine positive Entwicklung von Matthias attestiert und diese Entwicklungsgefährdung, die aufgerufen wurde, entkräftet. Also erstmal beunruhigt und dann beruhigt. Aus der gemeinsamen Rekonstruktion und Vergegenwärtigung des Entwicklungsstandes geht für die Erzieherin ebenfalls die Erkenntnis hervor, dass es sich keiner besonderen Förderung bedarf. Also Matthias braucht nicht mehr weiter gefördert werden. Und das machen sie auf drei Arten, indem sie eben feststellen, Matthias habe sich entwickelt.
und dann im Elterngespräch auch davon ausgegangen wird, dass eben Matthias letztendlich so sei. Also der hat eben keine Lust. Und festgestellt wurde, dass er bislang ja auch schon in der Kindertageseinrichtung gefördert würde. In der Bildungs- und Lerngeschichte, die über Matthias geschrieben wird, wird die Entwicklungsgefährdung durch die Beschreibung von Fortschritten und Ressourcen eigentlich verdeckt und versteckt. Denn sie bleiben für geübte Leserinnen, nur für geübte Leserinnen erkennbar. Zum Beispiel steht in der Bildungs- und Lerngeschichte, mit Schere und Stiften kannst du sehr gut umgehen. Du gibst dir zum Beispiel beim Ausschneiden viel Mühe, um genau auf dem Strich auszuschneiden. Also wenn man eine Formulierung wählt wie, dass er sich viel Mühe gegeben hat, deutet ja darauf hin, dass er es noch nicht gut kann. Aber das wird quasi hinter dieser Formulierung wie bei einem Zeugnis, wie bei einem Arbeitszeugnis eigentlich versteckt. Es werden auch Überlegungen in der Teamsitzung angeschlossen, wie denn Matthias eigentlich gefördert werden soll. Es werden viele Beschreibungen eigentlich geliefert. Und in der Bildungs- und Lerngeschichte heißt es dann letztendlich, hol dir öfter dein persönliches Schild mit deinem Foto und Namen drauf, denn kannst du immer wie besser deinen Namen auf deine Kunstwerke schreiben. Also hier wird quasi aus mehreren, vielen Überlegungen ein ganz kleiner Förderauftrag an Matthias adressiert. Er solle häufiger ein Schild holen und seinen Namen drauf schreiben. Zu dem Zeitpunkt, als Matthias dann in die Schule kommt, gibt es eine Gruppendiskussion oder ein halbes Jahr später zwischen Lehrkräften und Erzieherinnen. Und da wird dann plötzlich die Entwicklungsgefährdung wieder erneut aufgerufen. Wie in allen anderen kommunikativen Settings zuvor werden auch in der Gruppendiskussion eben erstmal die gleichen Entwicklungsgefährdungen beschrieben. In der Warnung sind die Professionellen sich einig. Sie gewichten das aber ein bisschen anders, während quasi für die Erzieherin das Sozialverhalten zentral ist, betont die Lehrerin die Schwierigkeiten in Bereichen Feinmotorik und Sprechverhalten. Interessant ist aber, dass da wieder die Entwicklungsgefährdung relativ stark feststehen. Ich erinnere daran, dass in der Kindertageseinrichtung vorher ja gesagt wurde, wir brauchen ihn nicht besonders fördern, wir haben ihn ja schon gefördert, er ist gut entwickelt. Hier in der Schule stellt aber die Entwicklungsgefährdung wieder ein großes Problem dar. Muss einmal auf die Uhr gucken. Oh, bin schon eine Stunde fast. Okay. Wie wird eigentlich der Übergang über diese Bildungs- und Lerngeschichten, über diese Diskussionen in den Teams eigentlich thematisiert? In den Teamgesprächen ist der Übergang erst am Schluss Thema. Und zwar wird da festgestellt, dass dass man ihn dann fördern soll, wenn er bestimmte Interessen eigentlich zum Ausdruck bringt. Dann kann man ihn, wenn er zum Beispiel über Musik spricht, über sein bestimmtes Sprechverhalten, auch fördern. Letztendlich ist es aber so, dass in dem Teamgespräch sie keine Idee entwickeln, außer dieser ersten Idee, wie sie Matthias letztendlich fördern sollen. In der Lerngeschichte, also auch insbesondere im Übergang zur Grundschule. In der Lerngeschichte wird der Übergang als drohende Tatsache heraufbeschworen und als Abschied konstruiert. Da heißt es, die Zeit bei uns im Kinderhaus ist bald vorbei. Es dauert nicht mehr lange und du wirst in die Schule gehen. Also klingt ein bisschen wie eine Drohung. Als Abschied konstruiert und nicht als pädagogisch gestaltbare Zeit eigentlich konstruiert. Es wird ja nicht gesagt, du kommst jetzt in die Schule und wir wollen mit dir gemeinsam überlegen, was wir dir auf diesem Weg in die Schule mitgeben wollen. Sondern es wird gesagt, du kommst bald in die Schule und dann ist die Zeit hier vorbei und wir haben eigentlich nichts mehr mit dir zu tun und haben keinen Auftrag, dich mehr weiter zu fördern. Im Elterngespräch wird von der Fachkraft vor allen Dingen versichert, dass ja viel mit Matthias schon passiert sei.
Da sagt die Erzieherin, also da ist schon viel passiert, auch in der letzten Zeit, dass er sich dort mit einbringt und nicht nur zurückzieht. Ach ja, ich denke auch, er weiß auch, was er wirklich kann und wo er sich mit einbringen kann. Und das zeigt er auch dann. Der Übergang wird im Elterngespräch vor allen Dingen von der Mutter angesprochen und hier als Problem dieser Unlust des Kindes, bestimmte Dinge auch zu tun. Es findet also auch hier sowas wie eine erstmal Beunruhigung durch die Mutter statt. Also er hat wenig Lust, bestimmte Dinge zu tun, könnte das nicht ein Problem werden im Übergang zur Schule. Das wird aber gleich von der Erzieherin in dem Gespräch wieder beruhigt, indem sie dann auch feststellt, dass ja dieses Kind schon relativ viel in dieser Kindertageseinrichtung gelernt hat. Severin Stief ist dann die Erzieherin, die dann sagt, na und so wird das dann auch in der Schule. Sonja Königke, die Mutter, auch in der Schule. Severin Stief, da holt er dann alles raus aus seinen Taschen. Sonja Königke, noch etwas skeptisch, ne? Severin Stief, die Erzieherin, ja gut. Und Sonja Königke, okay. Wenn Sie sich diesen kurzen Gesprächsausschnitt anschauen, wird eigentlich gesagt, er hat eigentlich alles schon mit sich, ja, er hat es alles in seinen Taschen, wir brauchen eigentlich gar nichts mehr tun. Und wenn er dann da in der Schule sitzt wie ein Zauberer, kann er alles rausholen aus seinen Taschen und sein Können zeigen. Wir wissen von der Gruppendiskussion, dass das bei Matthias letztendlich aber nicht so ist. Dass er nicht zaubern kann und sich sozusagen seine Entwicklungsgefährdungen dann weiter beschrieben werden. Also Matthias habe ausreichend Ressourcen, um in der Schule seine Kompetenzen zu zeigen. Angesichts der vielfältigen Probleme, die im Teamgespräch thematisiert werden, ist das eigentlich nur eine Wunschvorstellung. Und durch dieses Gespräch wird nochmal ganz klar markiert, die Kindergartenzeit ist vorbei. Es wird sowas wie eine Trennung zwischen Kindergarten und Schule vorgenommen. Wir werden jetzt zusammenfassend diese Verfahren im Übergang von Kindergarten in die Schule genutzt. Man muss sagen, dass die Bildungs- und Lerngeschichten zum Beispiel kein Verfahren sind, was für die Schule entwickelt worden ist, sondern für den Kindergarten. Dass durch diese Verfahren, die letztendlich ja auch eher allgemein die Interessen der Kinder entwickeln wollen, auch nur sehr unspezifisch zum Beispiel so etwas wie schulnahe Vorläuferkompetenzen durch die Bildungs- und Lerngeschichten aufgegriffen werden. Man kann sagen, dass die Bildungs- und Lerngeschichten eher Tätigkeits- und Interessenbeschreibungen sind und weniger die Vorläuferfähigkeiten, Kompetenzen und grundlegenden Bedingungen des Lernens fokussieren. Dann kann man sagen, dass diese Verfahren für die Grundschullehrkräfte im hohen Maße unverständlich sind. Dass sie, auch weil sie ja, wie ich eben dargestellt habe, bestimmte Kompetenzen für die Kinder und bestimmte Schwierigkeiten hinter den Geschichten versteckt werden, erst kompetente Personen braucht, die diese Dokumente, die Bildungs- und Lerngeschichten, dann auch entschlüsseln können. Also es gibt ein Problem der Übersetzung. Und es gibt das Problem, dass quasi zwar ständig von Entwicklungsgefährdung zum Beispiel von Matthias gesprochen wird, aber diese Entwicklungsgefährdung nicht Einzug in diese Dokumente erfahren. Also wir haben das beschrieben als eine Diffundierung von, eine informelle Diffundierung von Entwicklungsgefährdung. Das heißt nämlich nicht so, oder es hat nicht zur Konsequenz, dass jetzt diese Entwicklungsgefährdungen gar keine Bedeutung haben. Sie sind auch Thema zwischen pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und Lehrkräften und werden herangezogen. Sie werden nur einfach nicht dokumentiert, sondern eher informell und sehr selektiv in die Grundschule in kurzen Gesprächen hineingetragen. Man kann sagen,
dass die in den Entwicklungstests und auch von den Erzieherinnen festgestellten Entwicklungsgefährdungen in die Dokumentation nicht Eingang finden. Und auch weil die Verfahren ja selber überhaupt keine Möglichkeit geben, mit diesen Entwicklungsgefährdungen überhaupt umzugehen. Es gibt darüber dazu wenig Handlungsanweisungen. Man kann also sagen, dass sowas wie eine Defokussierung von Entwicklungsgefährdung stattfindet und das auf die unterschiedlichen Situationen verteilt wird. Also wir sprechen dann letztendlich über Entwicklungsgefährdung im Teamgespräch, aber in der Entwicklungsdokumentation, in der Bildungs- und Lerngeschichte sprechen wir eigentlich nur über die Stärken des Kindes. Es gibt also, wie ich eben schon gesagt habe, die informelle Weitergabe von Informationen, die auf mögliche Auffälligkeiten hindeuten. Diese Weitergabe schließt aber sozusagen wenig Kontextinformationen rein, ist eher beliebig und wenig systematisch. In Teamsitzungen wird dann letztendlich konstruiert, hauptsächlich fokussiert auf das Hier und Jetzt im Kindergarten, und es wird ein Bruch vom Kindergarten in die Schule konstruiert. Wir fördern das Kind bis hier, bis zum Ende der Kindergartenzeit, und es findet kein Denken in Anschlüssen statt. Bei den Elterngesprächen findet auch der Übergang nur am Rande Thema, und da wird meistens der Übergang in die Grundschule als ein Problem markiert. Insgesamt richtet sich der Fokus auf die verbleibende Kindergartenzeit. Schulfähigkeit ist zwar dann immer wieder auch ein Thema in den Teamgesprächen und so weiter, aber es wird nicht quasi in Anschlüssen gedacht. Die Schlussfolgerung ist, dass diese Verfahren, prozessorientierte Verfahren, zumindest im Übergang zur Grundschule, nicht dafür genutzt werden, für eine nicht etikettierende, stärkenorientierte Reflexion oder nur sehr eingeschränkt und pädagogische Begleitung von Kindern mit Entwicklungsgefährdung im Bereich kognitive, sozial, emotionale und sprachliche Entwicklung. Und dass sie noch wenig dazu beitragen, zu einer Vernetzung von Kindertageseinrichtungen, Elternhaus und Grundschule. Das hat auch was damit zu tun, dass diese Verfahren im Übergang und bei Kindern mit Entwicklungsgefährdung noch sehr selten eingesetzt werden, dass hier also auch Neuland betreten hat. Trotz guter pädagogischer Absichten der Verfahren kann man sagen, dass eine Vernetzung kaum erzielt wird zwischen Kindertageseinrichtung, Schule und Familie, weil die Bildungsdokumentationen letztendlich Dokumentationen des Kindergartens sind. Sie sind keine Dokumentationen, keine Vernetzungsdokumente, die dafür geschaffen sind, beide Einrichtungen zu vernetzen. Sie sind eher das professionelle Handwerkszeug des Kindergartens, was dazu dient, auch die Kompetenz des Kindergartens darzustellen. Wir fördern ja Matthias, und das eben dazu genutzt wird, letztendlich auch die Unterschiede, die unterschiedlichen Philosophien von Kindergarten, Familie und Schule überhaupt herzustellen. Trotz guter pädagogischen Absichten gelingt also so eine nicht etikierende, stärkenorientierte pädagogische Begleitung von Kindern nicht, weil Entwicklungsgefährdung eben auf verschiedene Settings verteilt wird, weil es auch ein sehr eng gefasstes Ressourcenkonzept gibt. Was also sind eigentlich Ressourcen und Stärken von Kindern und wie geht man sozusagen mit der Gegenüberstellung von Ressourcen und Defiziten von Kindern um? Und weil es nur sehr vage Vorstellungen davon gibt, wie man aufgrund der Beobachtung eigentlich Kinder angemessen fördern kann. Und weil die Förderung auf den Kindergarten begrenzt wird. Mein abschließendes Fazit ist, dass sich das bildende Kind im Kindergarten nicht einfach nicht beobachtbar ist. Es wird erst im Kindergarten als ein lernendes Kind im Kontext der Nutzung der Verfahren als lernendes Kind hergestellt und verändert, indem es lokal Praxen an den Grenzen von unterschiedlichen Institutionen, Familie, Kindergarten und Schule gibt und so etwas wie Verteilung von Wissen auf Dokumente und kommunikative Settings. Das heißt,
Was stellt eigentlich Beobachtung her? Also, wenn man grundsätzlich annimmt, durch Beobachtung können wir Bildungsprozesse von Kindern beobachten, müssen wir sehr einschränkend feststellen, dass es ein sehr selektiver Blick auf Kinder entworfen wird, ein sehr eingeschränkter Blick, dass der Blick auf Kinder diffundiert und verteilt wird, dass dabei auch bestimmte Normierungen über die Lebenslage von Kindern hergestellt werden, dass der Kindergarten dabei aber als sich selber auch als eine professionelle Bildungseinrichtung in Abgrenzung zur Schule herstellt. Und was die Verfahren aber zentral auch immer wieder machen, ist, dass sie die Erzieherinnen auffordern, an den Begrenzungen der Verfahren zu arbeiten. Also, das heißt, wenn Erzieherinnen wenn die Bildungs- und Lerngeschichten den Erzieherinnen vermitteln wollen, die Bildungsprozesse der Kinder zu beobachten, sie aber sozusagen generell wissen, dass quasi dieses Kind entwicklungsgefährdet ist oder dieses annehmen, müssen sie dies aufeinander beziehen und müssen quasi mit der Grenze dieses Verfahrens arbeiten, weil dieses Verfahren ihnen nicht sagt, wie sie mit Entwicklungsgefährdungen umgehen müssen. Die Konsequenz ist, wir brauchen empirische Beobachtung des Vollzugs von Beobachtung und Dokumentation. Was passiert eigentlich, wenn Fachkräfte beobachten? Und wir brauchen eine Beobachtungsfolgenforschung. Damit möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben dem komplexen Vortrag folgen können und meinen Gedankengängen, sonst können wir das auch noch mal vertiefen. Hier finden Sie ein paar Publikationen, ich weiß nicht, die Folien werden ja vielleicht auch noch zur Verfügung gestellt, zu den einzelnen Projekten, und die Literatur, die ich verwendet habe, die können Sie jetzt nicht mehr lesen. Okay, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, bevor ich Ihnen das Wort erteile, muss ich einmal sofort erstmal herzlichen Dank sagen, aber auch so wirklich auf den Bauch heraus. Was sollen die Erzieherinnen dann machen, bis die ganze Beobachtungsforschung ihre ersten Ergebnisse hat? Ich glaube, erstmal sozusagen ist zentral bei den Beobachtungsverfahren eine kritische Haltung gegenüber diesen Verfahren zu entwickeln, eine professionelle Haltung. Also das heißt, nicht mehr als das, was ich vorhin schon gesagt habe, immer auch zu reflektieren, welche Grenzen hat das eigentlich, wenn ich diese Verfahren einsetze. Das gilt ja auch, wenn Sie einen wissenschaftlichen Text lesen, müssen Sie als professionelle Studierende reflektieren, welche Grenzen hat eigentlich dieser Text? Was kann der mir einfach vermitteln und was kann der mir nicht vermitteln? Was hilft es mir, wenn ich mit dem Kind eine Bildungs- und Lerngeschichte, über das Kind eine Bildungs- und Lerngeschichte schreibe, wenn ich aber das Problem habe, dass ich irgendwie ein Kind habe, was ich die ganze Zeit als entwicklungsgefährdet wahrnehme? Kann mir dieses Verfahren dabei helfen? Kann es mir helfen, sozusagen ihm im Übergang zu unterstützen? Wenn ich sozusagen aber sowieso das Bild davon habe, dass die Förderung am Ende des Kindergartens aufhört. Ja? Also was sind die Grenzen überhaupt meiner Möglichkeiten durch diese Verfahren? Sie sind ja eigentlich nur Instrumente, die ich anwenden kann, aber die sozusagen professionelle Fachkräfte brauchen, die diese Verfahren auch anwenden. Fragen, Anmerkungen? Ja, ich fand es eigentlich irritierend, dass man im Endeffekt über diesen Fall von dem Matthias, man hat ja mit der Mutter gesprochen, aber dann halt nicht gesagt, was sie nur zum Beispiel besser machen kann. Also man hat zwar gesagt, er soll dann auch sein Schild den Namen schreiben, aber ich fand es halt merkwürdig, dass man das feststellt, dass die Kind da ist, und ja gut, die Erzieherin hat vielleicht auch nicht immer so viel Zeit darauf, auf jedes Kind so intensiv einzugehen, aber dass man da nicht die Eltern anspricht und sagt, mach doch mit ihm das und das zu Hause, um das halt auszugleichen. Also das wäre dann auch nochmal einen genauen Blick wert. Also wir haben ganz viele Elterngespräche aufgenommen. Und die Verfahren selber, wie zum Beispiel die Bildungs- und Lerngeschichten, die stellen ganz klar fest, diese Verfahren dienen dazu, sowas wie eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu etablieren. Natürlich können Sie sich vorstellen, wenn man so eine Geschichte über das Kind vorliest, dass das hilfreich ist für die Eltern, dann auch zu verstehen, was mit dem Kind los ist.
Tatsächlich ist es aber in den Elterngesprächen so, die wir aufgenommen haben, dass hauptsächlich die Erzieherinnen reden oder die Fachkräfte und die Eltern wenig zu Wort kommen. Dass die Fachkräfte demonstrieren, was für gute Verfahren sie haben. Und das ist aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit von Professionen. Also ein Arzt muss auch zeigen, dass er kompetent ist, ihre Krankheit zu bearbeiten. Also zeigen die Erzieherinnen auch, dass sie kompetente Verfahren haben, um Kinder beobachten zu können, um wertvolle Aussagen über die Kinder zu machen. Das Problem ist dann, dass es keinen wirklichen Dialog zwischen den Eltern und den Kindern gibt, also keine wirkliche Partnerschaft zu beobachten ist, sondern eher sozusagen der Kindergarten stellt sich als kompetenter und ist auch jetzt eigentlich bei der Anwendung dieser Verfahren genauer hingeschaut werden muss. Wie kann man das eigentlich machen, dass also die Interessen des Kindergartens und die Interesse der Familie irgendwie zusammenkommen? Und da muss ich sagen, sozusagen die Absichten der Verfahren sind gut, aber in der empirischen Beobachtung stellt man fest, dass das also relativ wenig noch umgesetzt wird. Und wenn die Verfahren selber sagen, wir sollen uns die Stärken des Kindes anschauen und sie quasi eine wertschätzende Rückmeldung geben, wissen die Fachkräfte möglicherweise auch nicht, was sollen sie jetzt den Eltern sagen, weil sie ja doch jetzt eine andere Haltung haben, dass das Kind doch in bestimmten Bereichen Probleme hat. Wie können sie das eigentlich vermitteln? Ja? Wir haben quasi ja Gruppendiskussionen zwischen Lehrkräften und so gemacht. In einem anderen Projekt haben wir. Ob es hier einen Indiz für die Motive gibt, ob sie jetzt richtig oder falsch diagnostiziert oder beobachtet worden sind, für die Entwicklungsverzögerung zum Beispiel bei Matthias, der doch nicht als solche beschrieben hat, ob irgendwas aufgefallen ist, welche Motive für die Fachkraft sind. Eins hast du jetzt gerade gesagt. Also in dem Forschungsprojekt lagen weniger die Motive der Fachkräfte im Blick, also warum sie das jetzt so gemacht haben. Wir haben ja eher beobachtet, was sie da gemacht haben und wie sie das gemacht haben, was für Dokumente. Natürlich, also ich habe eben gesagt, Kindergärten stehen unter Druck durch die große Professionalisierungsdebatte, die in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und sie stehen unter Druck, auch ihre Leistungen darzustellen. Und als ein heimliches Motiv oder ein heimlicher Lehrplan, das habe ich eben schon gesagt, geht es darum, den Kindergarten auch als eine Bildungseinrichtung und als eine kompetente Einrichtung nach außen darstellen zu können. Das wäre ein Motiv, wobei ich nicht sagen würde, dass, wenn man das in Interviews erfragen würde, die Erzieherin so unbedingt oder die pädagogischen Fachkräfte so unbedingt sagen würden, wir wollen uns jetzt als Kompetenz darstellen. Würden die ja sagen, jetzt sind wir kompetent, ja. Okay. Also ist schwer zu beantworten, die Frage. Da müsste man auch andere Instrumentarien anwenden, dann müsste man bestimmte Befragungen machen mit bestimmten Fragebögen, um Motive rauszubekommen, ja. Weil es könnte ja auch, ich sag mal, jenseits von solchen Drucksituationen, die die Institution zum Beispiel heute hat, auch sowas wie eine bestimmte Berufskultur sein, wo es Probleme etwas zu definieren oder schon fast habituell verankert. Solche Sachen wären ja möglich, oder wenn man nach einer Woche natürlich ein anderes Instrumentarium heranzukommen. Also dazu kann ich was sagen, das habe ich Ihnen jetzt in den Folien rausgelassen, weil es dann nochmal zu komplex gewesen wäre. Wir haben sozusagen in unserer Untersuchung nochmal deutlich herausgearbeitet, anhand auch der Gruppendiskussion, dass quasi ständig daran gearbeitet wird von Erzieherinnen, Familien und auch also pädagogischen Fachkräften aus dem Kindergarten, Familien und Schule, also Lehrkräften, die Differenzen der Institutionen herzustellen. Ja, also es geht ständig darum, auch zu zeigen, dass quasi der Kindergarten ein anderes Ansinnen hat als die Schule.
Und ständig gibt es zwar auch Mechanismen oder Überlegungen dazu, wie man bessere Verbindungen zwischen den Institutionen herstellen kann, aber letztendlich gibt es sozusagen ganz viele Praktiken der Fachkräfte, um zu bestätigen, dass es sozusagen zwischen Kindergarten und Schule eine Grenze gibt. Zum Beispiel kann man das ganz einfach dadurch machen, indem man sagt, es gibt ja Datenschutzrechtbestimmungen. Das heißt, wenn wir solche Bildungs- und Lerngeschichten geschrieben haben, wenn wir Portfolios von den Kindern erstellt haben, geben wir das den Eltern und sagen ihnen, dass sie diese Dokumente an die Schule weitergeben sollen. Ja, dass das ganz schön wäre. Man kann das aber auch so formulieren, dass die Eltern das nicht unbedingt machen. Man kann das sehr leise und nicht nachdrücklich formulieren. Und dann sagt man, naja, letztendlich haben die Eltern das ja nicht weitergegeben. Wir können ja gar nicht anders, weil es gibt diese datenschutzrechtlichen Gründe, dass wir die Dokumente selber nicht weitergeben können. Ja. Habe ich deine Frage dadurch beantwortet? Okay. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schönen Tag noch. Tschüss. Vielen Dank auch.